Der Doppel-Olympiasieger, dreifache Weltmeister und vierfache Weltcup-Gesamtsieger Hermann Mayer. Wie man am Applaus gehört hat, ist er gar nicht so unbeliebt, der Mayer. Freut uns, dass er da ist. Wie geht's ihm denn, Mayer? Vielen Dank, sehr gut, Ihre Majestät. Sehr gut, fesch sehr ist gut. Er heute. Ist das traditionelle Salzburger Tracht? Kein Geld, kein Gewand, immer fesch beieinander. Ja? Sagen wir bei uns. Ja. Ein bisschen kurz die Hosen für alle, die Hänse am Hof, aber. Ne? Sparmaßnahmen. Ach so, ist die noch aus der Jugend? Eine Lederhose wächst mit. Die wächst sie mit? Sie wächst mit, ja. Bei mir eher nicht, so kommt man vor. Aber normalerweise sollte sie mitwachsen, ja. Wir zeigen jetzt ein paar Bilder, sehr berührende Bilder. Und wir haben auch ein bisschen was zum Trost für ihn, falls er sich wieder rührt. Ja? Seifenstein, lassen sicherheitshalber die Augenweide kommen, bevor wir uns das anschauen. Zu Befehl, Majestät. Augenweide. Erst wenn die Augenweide in Position ist, können wir mit dem Film anfangen, gell? So, damit er was zum Trost hat, falls er. Oh, so. So. Jetzt können wir den Film zeigen, Seifenstein. Jetzt ist er abgelenkt. Film, Majestät, Hofbildstelle. Ich hoffe dann, wir haben kurze Bedenkzeit. Entschieden, dass ich einen Schlussstrich ziehen werde. Und meine Karriere als Skirennfahrer im heutigen Tag beenden werde. Ja, der Stefan Benzner des Skisports. Seifenstein, Sie haben uns gesagt, da gibt es noch ein zweites Bilddokument, was ganz was Arges. Es ist ein herausragendes Dokument über die Unzerstörbarkeit Hermann Mayers. Wirklich? Hofbildstelle, bitte. Ja. 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 Ja? Seifenstein, wir verstehen jetzt nicht, warum das Publikum applaudiert. Er ist gar nicht weitergefahren. Warum ist er denn da nicht weitergefahren? Eure Majestät, was macht man denn nicht alles, dass man ins Fernsehen kommt, haben wir gedacht. Jetzt, wieso weiterfahren, wenn das auch genügt? Ja, nachdem er einer der größten Söhne unseres Landes ist. Ja. Ein, wie der Seifenstein sagt, wie haben Sie ihn bezeichnet? Unzerstörbar, Majestät. Unzerstörbar, ja. Majestät, ich habe mir erlaubt, die kaiserliche Limousine neulich, wie man neudeutsch sagen würde, tunen zu lassen, Hofbildstelle. Was ist das jetzt? Ein Raketenantrieb, Majestät. Selbstverständlich bräuchten wir, ehe wir Majestät mit diesem Gefährt loslassen, einen Testfahrer. Also er, weil er unzerstörbar ist, nicht? Ja, bitte, dann geben Sie ihm heute den Job, Seifenstein. Zum Befehl, Majestät. Biedermeier. Was ist nachher das jetzt? Eine versteckte Reifeisenwerbung oder was? Ein kaiserlicher Crash-Test-Dummy. Hat er das verstanden? Er darf sich zurückziehen, er muss aber auch einmal ein bisschen brav sein. Danke, Herr Majestät. Richtig.